Probleme mit dem Haushalt fürs nächste Jahr. Dazu kommt laut IFO-Institut eine weiter trübe Stimmung in der Wirtschaft. Stefan Wolf in der Frankfurter Börse, was sind die Gründe? Nun, die Gründe sind altbekannt. Die hohe Inflation sorgt dafür, dass die Produktionspreise steigen und dass diese steigenden Preise nicht unbedingt an die Kunden weitergegeben werden können. Auf der anderen Seite gestiegene Zinsen. Das verteuert Kredite und hält die Unternehmen von wichtigen Investitionen ab und das alles lähmt. Eigentlich hatte man darauf gesetzt, dass sich die Stimmung aufhält, nachdem das zweimal in Folge ja passiert ist. Dieser heftige Rücksetzer im laufenden Monat ist eine herbe Enttäuschung und die schlägt sich auch in den Kursen nieder. Der deutsche Aktienindex jedenfalls verliert 119 Punkte oder 0,7%, steht aktuell bei 16.631 Punkten. Diese schlechte Stimmung in der Wirtschaft, nicht ganz unerheblich, auch für die Politik, die ja auf Steuereinnahmen seitens der Unternehmen setzen muss. Danke, Stefan Wolf nach Frankfurt am Main.